Hallo, guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums zu einer Veranstaltung der Reihe Lecture und Film. Die findet in der Form des Kino von Chantal Ackermann. Die Reihe läuft seit Oktober letztes Jahres, wie Sie alle wissen. Und wir haben noch zwei Veranstaltungen, also heute und noch eine Veranstaltung im Juli, am 11. Juli. Alle Termine sind wie immer auf unserem Programmheft hier der Reihe. Und ich lade alle auch ein, um einen Blick auf unser Juli-Programm zu werfen. Es ist frisch gedruckt, heute gekommen. So liegt auch draußen auf dem Tresen nach dem Film oder in der Pause. Können Sie sich ein Programmheft von Juli auch holen. Aber zum heutigen Abend, wie gesagt, ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Wir zeigen heute De l'autre côté, From the Other Side, von Chantal Ackermann. Und ich freue mich sehr, dass Professor Martin Seelis heute mit uns und wird über den Film sprechen. Wie Sie auch wissen, wir machen wie immer den Vortrag, dann haben wir eine kleine Pause, so 10, 15 Minuten, und dann machen wir weiter mit der Filmvorführung. Ich wollte heute über den Film ganz schon vorab kurzer Hinweis, wir haben eine sehr tolle Kopie von der Cinémathèque Française bekommen. Das ist eine der einzige 35mm Kopie dieses Films, den es überhaupt gibt. Der Film ist ursprünglich auf Video gedreht und es gibt mehrere Digitalversionen, aber ist nicht so oft auf Celluloid zu zeigen. Und wir haben diese Kopie bekommen, allerdings hat die Kopie französische Untertitel. Und wir werden dann für die Vorführung heute extra englische Untertitel live machen vom Vorführraum. Und dann nur, dass Sie sich nicht wundern, wir zeigen den Film, es hat eine Bildbreite von 1 zu 1,85. Wir zeigen den Film mit 1 zu 1,66. Und das heißt, der Film ist ein bisschen klein, aber wird nichts verloren gehen. Also wir zeigen schon ein ganzes Bild, was zu sehen ist. Es wird nur eine kleine schwarze Balken unten geben, sodass man die englischen Untertitel besser lesen kann. Also dieser Bildstrich ist kein Fehler, es ist nur sodass die Untertitel besser lesbar sind. Das wollte ich schon vorab erklären. Und genau, sonst kann ich auch nur den Hinweis geben, für die, die andere Vorträge verpasst haben, hier bei der Reihe, alle Vorträge sind aufgezeichnet und sind bei unserem YouTube-Kanal zu finden und auch in unserer Webseite www.chantal-ackermann.de. Da finden Sie auch alle Informationen zu den Filmen, zu dem Begleitprogramm und zum, ja, wie gesagt, vergangene Vorträge. Und für heute Abend, ich lade jetzt ganz herzlich Daniel Fairfax, der wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Theater, Film und Medien ist und wird heute unseren Gast vorstellen und nach dem Film auch das Gespräch führen. Vielen Dank, Daniel. Dankeschön. Okay, danke Laura. Und ich glaube, ich habe nicht so vieles zu sagen über Martin Seel, weil er für viele von uns schon sehr bekannt ist. Der ist ja, wahrhaft ein Freund des Deutschen Filmmuseums, aber er ist auch Professor für Philosophie an der Goethe-Universität, wo er seit 2004 lehrt. Der ist Mitglied der sogenannten dritten Generation der Frankfurter Schule, was ein Begriff ist, der verschiedene Resonanzen für jemanden wie mich hat. Die dritte Generation von der Raff und so weiter und dem Fassbinder-Film. Aber das ist etwas anderes. Hat unter Albrecht Wörmer habilitiert und er ist auch an der Goethe-Universität ein Principal Investigator des Exzellenzclusters, die Herausbildung normativer Ordnungen oder Normative Orders, was eine führende Forschungsgruppe für heute ist in Themen wie die heutige Politik, die Gesellschaft und die Medien. Als Philosoph beschäftigt er sich mit sowohl der praktischen als auch der theoretischen Philosophie, aber insbesondere mit der Ästhetik. Das ist deshalb einen sehr wichtigen Beitrag für uns heute machen könnte. Er ist auch wahrhaft ein öffentlicher Intellektueller und er ist ein äußerst produktiver Autor. Ich glaube, viele seiner Bücher sind Merkmale der heutigen deutschen Philosophie geworden. Und einige davon, ich kann nicht alle seine Bücher benennen, weil das den ganzen Abend dauern würde, aber einige davon sind Die Kunst der Entzweiung von 1985,
Eine Ästhetik der Natur von 1991, Adornos Philosophie der Kontemplation von 2004, Aktive Passivität von 2014 und sein neuestes Buch heißt Nicht Recht haben wollen, ein ganz schönes deutsches Wort, von 2018. Martin Zell hat aber auch spezifisch über das Kino gelehrt und auch geschrieben und hat eigentlich zwei Bücher über das Kino insbesondere veröffentlicht, nämlich Künste des Kinos von 2013 und dann Hollywood ignorieren von 2017. Heute wird er über Der Lot Côté von Chantal Ackerman sprechen und der Titel seines Vortrags heißt Die andere Seite des Kinos, Chantal Ackermans Der Lotte Côté. Ich lade Martin Zell ein, um uns heute zu sprechen. Ja, schönen guten Abend zusammen. Schönen Dank für die freundlichen Worte zur Einleitung. Ich zum Beispiel kann so gut wie gar kein Französisch, deswegen bin ich dankbar, dass Daniel schon den französischen Titel für mich ausgesprochen hat. Ich halte mich an den englischen Titel From the Other Side, möchte Ihnen aber zunächst berichten, wie ich zu diesem Film gekommen bin, denn Vinzenz Hediger, der das ja mitorganisiert, fragte mich irgendwann letzten Herbst, ob ich Interesse hätte, da auch einen Film zu kommentieren in dieser Reihe. Und ich sagte ja. Und dann plötzlich musste ich mir ganz schnell einen Film aussuchen und sollte auch gleich ein Abstract meines Vortrags liefern. Das ist ja die Strafe für das Recht, Vorträge zu oder irgendwas öffentlich zu sagen, ist ja, dass man ein Abstract absondern soll. Und wenn ich gewusst hätte, dass Chantal Ackermann einen ingeniösen Film über Marcel Proust gemacht hätte, das wusste ich aber gar nicht, oder vielleicht hatte ich es gesehen, aber ich kannte den Film nicht, hätte ich darum gekämpft, diesen Film auszusuchen, der hier schon ganz am Anfang dran gewesen ist. Ein wirklich großartiger Film. Da ich den Film nicht kannte und eigentlich ziemlich wenig Filme, also insofern bin ich ja gar nicht besonders qualifiziert gewesen, jedenfalls von Chantal Ackermann kannte, habe ich mir unseren heutigen Film ausgesucht. Und zwar deshalb, ich hatte ihn noch nicht gesehen, aber ich war im Jahr 2002 auf der Documenta, das war die Documenta 11. Und dort hatte ich, soweit es eben möglich ist, in lebhafter Erinnerung die Installation, die Chantal Ackermann da aus dem Material unseres heutigen Films gemacht hatte. Also kannte ich ein bisschen was und dachte, dann nimmst du diesen Film. Überhaupt war die Documenta 11 eine der Dokumenten, die ich mochte. Und erstaunlicherweise gab es hier mehrere Videoinstallationen, die ich wirklich stark fand, was bei mir nicht so häufig vorkommt. Es gab eine, und ich habe seinerzeit auch einen Artikel über die Documenta geschrieben, wo diese Installationen vorkamen. Eine war von Fiona Tan. Darüber habe ich geschrieben und dann fand sich in diesem Artikel, den habe ich dann auch erst jetzt vor kurzem gefunden, habe ich geschrieben über unseren heutigen Film. Also es geht um Installationen. Mit ähnlicher Raffinesse hat die Filmemacherin Chantal Ackermann eine bedrückende Videolandschaft geschaffen. Auf eng gruppierten Monitoren ist das Gelände an der Grenze zwischen Mexiko und USA zu sehen. Vorwiegend sind es Nachtaufnahmen von beleuchteten Wällen, Zäunen, Straßen und von leerem Land, über dem Suchscheinwerfer fliehende Menschen verfolgen. Wir sehen einen Kampf um Licht und Leben, Schutz und Schatten, der auf der Gegenseite mit einer Regie von hell und dunkel ausgefochten und aufgezeichnet wird. Das ist meine Kurzbeschreibung dieser Installation. Das heißt, ich kannte einen Teil, es ist auch nur ein sehr begrenzter Teil des Bildmaterials, aus dem der Film gemacht worden ist. Das reichte aber, um dieses Abstract zu schreiben. Auch das habe ich geschrieben, ohne den Film zu kennen. Aber es ist gar nicht so schlecht geworden dafür, wie Sie sehen werden. Nun ist natürlich eine Installation kein Film. Aus verschiedenen Gründen. Monitore laufen, Bildsequenzen verlaufen simultan. Sie haben die Freiheit, also der Betrachter oder man konnte die Installation nicht
begehen. Man konnte so außen rum gehen. Damals kann wählen, welche Bildsequenz er oder sie betrachtet. Es gibt überlappende Soundtracks und dergleichen. Also es gibt schon einen großen Unterschied zwischen Installation und Film. Aber das war schon sehr eindrucksvoll. Und ich denke, unser Film ist sogar noch eindrucksvoller. From the Other Side, wie Sie vielleicht schon wissen, der Film ist aus dem Jahr 2002, ist einer der drei eindeutigeren Dokumentarfilme von Chantal Ackermann. Diesen Komparativ werde ich nachher noch kommentieren. Eindeutigeren Dokumentarfilme. Es gibt drei davon, die manchmal in den Kommentaren so als Trilogie vorgestellt werden. From the East, Dest von 1993, und es ist nicht ganz uninteressant, unseren heutigen Film mit diesen beiden anderen ziemlich dokumentarischen Filme zu vergleichen. Also From the East von 1993, reinszeniert und imaginiert, eine nicht-narrative Reise vom Spätsommer in Ostdeutschland durch diverse östliche Länder bis in das winterliche Moskau. Auch das Material dieses Films hat sie, die Regisseurin, zugleich für eine Installation irgendwo in den USA verwendet. Also auch da hat sie sozusagen doppelt mit diesem Material gearbeitet. From the East ist vergleichsweise schnell geschnitten. Vergleichsweise heißt natürlich für Ackermanns Verhältnis, also immer noch sehr langsam geschnitten, aber doch ein bisschen schneller als vieles andere. Bei ihr vergleichsweise schnell geschnitten, kommt dieser Film gänzlich ohne Interviews und Kommentare und somit durchweg ohne für westliche Zeitgenossen verständliche Wortsprache aus. Also da wird Polnisch, Baltisch und man weiß gar nicht, welche Sprachen da immer gesprochen werden, zuletzt Russisch. Die Leute reden schon, aber es gibt keine Interviews. Es gibt so Leute in bestimmten Posen, in bestimmten Räumen, aber es gibt überhaupt keine verständliche Sprache. Keinerlei Kommentar, auch keine Interviews. Das Leitmotiv dieses Films ist das Warten an Haltestellen in Bahnhofshallen und so und Ähnlichem, verbunden mit einem ziellos scheinenden Unterwegssein, das auch die filmische Bewegung selbst charakterisiert. Explizit oder viel expliziter politisch, der zweite Dokumentarfilm, lassen wir es einfach mal erstmal bei diesem Titel, den werde ich noch kommentieren, ist Sud South. Das ist die Dokumentation eines grausamen rassistischen Mordes in der Stadt Jasper in Texas im Jahr 1998. Der ist schon dran gewesen in der Reihe, wenn ich es richtig im Kopf habe. Obwohl nicht dieses grausame Ereignis selbst im Vordergrund steht, sondern eher randständige Schauplätze des Orts, an dem es geschah, ist dieser Film jedenfalls auf den ersten Blick der am meisten explizit politische Film von Ackermann, soweit ich sehe. Explizit politisch ist From the Other Side deutlich weniger. Oder ist es sehr viel weniger als das allermeiste, was es im dokumentarischen Kino zu sehen gibt? Aber er hat in seiner extremen Zurückhaltung gegenüber jeder Art von ausdrücklichem Statement doch, wie Sie sehen werden, eine politische Wucht, die vieles übertrifft, was das in dokumentarischer oder fiktionaler Form politische Kino zu bieten hat. Die andere Seite, so wie der Film heißt, das ist in diesem Film die Seite jenseits der Grenze zwischen Mexiko und den USA, gesehen von jeweils einer dieser Seiten. Also die auf der einen Seite reden jeweils oder beziehen sich oder sind bezogen auf unterschiedliche Weise auf die jeweils andere Seite. Menschen, die dort leben, auf der einen wie auf der anderen Seite, ist nicht ganz äquivalent, wie Sie sehen werden. Menschen, die dort leben, sprechen über ihre Verluste, Ängste, über die ökonomischen Ursachen und die grausamen Folgen des US-amerikanischen Grenzregimes. Der Film sieht ihnen dabei zu und verweilt bei Anschauungen der Wüste, die sich in gleichgültiger Schönheit diesseits und jenseits der politischen Demarkationslinie erstreckt. Zugleich verletzt der Film in seinem Gestus die Border Policy, die er in seinen Bildern vorführt.
und ist eben darin eminent politisch, weil er sich der Politik der Angst und Exklusion verweigert, der er zugleich Ausdruck verleiht. Die hauptsächlichen Schauplätze unseres Films sind zwei durch die Grenze zwischen Mexiko und USA getrennte Städte. Einmal Agua Prieta, eine Stadt im Norden des mexikanischen Bundesstaates Sonora, und Douglas im Süden von Arizona. Der eigentliche Protagonist des Films aber ist eine gigantische Installation. Nämlich die Installation des immer wieder ins Bild gesetzten Zauns bzw. der verschiedenartigen Zäune oder Wälle, die die beiden Seiten voneinander trennen oder doch voneinander zu trennen versuchen. In drei etwa gleich langen Teilen wird diese damals wie heute und bislang noch weitgehend durchsichtige, also noch nicht zu Trumps ominöser Wall angewachsene Begrenzung zu einem Mahnmal des Leids und der rassistischen Ideologie, für die es steht, das Mahnmal, diese Zäune. Zugleich verweigert sich die radikale Bildpolitik des Films dem im dokumentarischen Genre oft üblichen Gestus des Bescheidwissens, ebenso wie der Versuchung, die Splitter der wiedergegebenen Geschichten zu einer deutenden Geschichte zu verbinden. Es gibt in dem Film gewisse Geschichten, das sind die, die von mexikanischer Seite Betroffenen erzählt werden. Es wird also dann und wann erzählt, nämlich von den interviewt, kann man nicht sagen, von den zum Sprechen gebrachten Zeugen, aber eher der Film erzählt selbst nicht. Er insistiert lediglich darauf, was in der Montage seiner Sequenzen zu sehen und zu hören ist. Indem er, der Film, auf nichts anderem als auf seiner Wahrnehmung besteht, gewinnt er gerade in unseren Tagen eine unverminderte Aktualität. Nicht nur wegen der amerikanischen Politik, gerade gestern sind ja durch die Medien wieder erschreckende Bilder über die mexikanisch-amerikanische Grenze durch die Medien gegangen, sondern diese Aktualität gilt natürlich auch für ein europäisches Publikum, das weiß, dass wüstes Land und aber auch mehr todbringende Zonen einer verheerenden Grenzpolitik sein können. Mit all dem habe ich fast schon zu viel gesagt. Denn dieser Film spricht in einer Weise für sich selbst, dass man auch als bestellter Kommentator im Voraus eigentlich nur wenig darüber sagen möchte. Obwohl hier keine Geschichte erzählt wird, verhält es sich für mein Empfinden bei der Vorstellung von Werken wie bei der Vorstellung von Werken des fiktionalen Erzählkinos. Da sagt man ja auch nicht, wie die Sache ausgeht, wenn man eine vernünftige Einführung geben will. Also ich fühle mich ein bisschen so wie bei der Vorstellung eines fiktionalen Films, dessen Ausgang man vor seinem Screening nicht verraten möchte. Auch deshalb, weil unser Film ein spektakuläres Ende hat, über das ich gar nichts sagen werde. Und auch weil es der Film einer Dramaturgie folgt, die man, glaube ich, für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, und ich denke, das sind die meisten in dem Raum, die man schwächt, wenn man zu viel von dem Gang der Dinge oder von dem Ablauf der Dramaturgie, den Phasen dieses Films im Voraus verrät. Denk nicht, sondern schau, sagt Wittgenstein an einer Stelle seiner philosophischen Untersuchung. Damit meint er natürlich nicht, dass man nicht denken sollte, sondern dass es sich aber häufig auch im philosophischen Bereich, im Bereich der Sprachphilosophie und dergleichen, sich lohnt, erstmal zu schauen, wie tatsächlich geredet wird oder in unserem Fall, wie unser Film sich tatsächlich entwickelt. Das, meine ich, ist die Einstellung, mit der dieser Film gesehen werden sollte, weswegen ich mich im Folgenden im Grunde nur auf einige weitere Hinweise für das Sehen dieses Films und auch auf Hinweise möglicherweise für unsere anschließende Diskussion
beschränken werde. Ich werde diesen Film nicht beschreiben. Als Vorbereitung für dieses Sehen, und ich selbst habe den Film ja auch noch nicht wirklich gesehen, ich habe ihn nur an meinem Computer gesehen, das ist nur die halbe, halb ist schon übertrieben, das ist nur ein Bruchteil des Potenzials dieses Films. Also als Vorbereitung für dieses Sehen, also für Ihr Sehen, aber auch für mein eigenes Sehen, meine ich, ist ein kurzes Nachdenken über seine schon erwähnte Genre-Zugehörigkeit hilfreich. Gefragt, wie sie zu dem Unterschied zwischen fiktionalem und dokumentarischem Kino stehe, da sie ja immer wieder von der einen auf die andere Seite gewechselt sei, sagte Chantal Ackermann in einem Interview von 2010, das ist der Film From Here, der, glaube ich, der letzte in dieser Reihe sein wird, also der kommt auch noch. Also über diesen Unterschied sagte Ackermann seinerzeit Folgendes. Und die Worte in diesem Satz passen außerordentlich zu unserem Film. Sie sagt dort in diesem Interview, "For me there is not such a wall between those two genres or whatever." Und sie fährt fort, "I think in a good feature film you feel the documentary also and vice versa." Und schließlich sagt sie ganz drastisch, "It's not so different for me to make a feature film or a documentary. It's still images and time and space." Und ich glaube, damit hat sie, und nicht nur was ihre eigenen Produktionen betrifft, auf eine doppelte Weise recht, sowohl in ästhetischer wie auch in theoretischer Hinsicht. Zum einen deshalb, weil eben auch dokumentarische Filme, Kunstwerke eigenen Rechts sein können, die einen im gleichen Maß artifiziellen Umgang mit Zeit und Raum aufweisen können, wie ihre fiktionalen Geschwister. Und auch, weil natürlich Spielfilme häufig oder eigentlich immer auch eine dokumentarische Dimension haben. Sie zeigen ja, gerade wenn sie nicht rein in einem Studio gemacht sind, ja immer, wie es aussieht in einer bestimmten Epoche. Ich sage immer gern, die weltweit bedeutendste Institution, Dokumentarfilminstitution, ist das Hollywood-Kino. Jeder, der nie in den USA war, weiß, wie es in den USA aussieht, in New York, wie ein Coffeeshop im Mittleren Westen aussieht. Das wissen wir alle allein durch das Kino. Das heißt, auch die Spielfilme haben immer eine dokumentarische Dimension, genauso wie eher dokumentarische Filme eine hoch artifizielle Darbietung sein können. Das ist der ästhetische Punkt, auf den komme ich gleich noch zurück. Ich werde mich aber zunächst dem stärker theoretischen Aspekt dieser Bemerkungen von Chantal Ackermann widmen. Denn zum anderen hat sie recht, also damit, dass es da keine Wall, keine strikte, klare, ein für alle Mal gezogene oder zu ziehende Grenze zwischen dokumentarischem und fiktionalem Kino gibt. Zum anderen hat sie damit recht, weil sich die Polarität zwischen dokumentarischen und fiktionalen Formen in den Künsten, nicht nur im Film, überhaupt erst auf dem Boden einer geteilten, explorativen Einstellung eröffnet. Die einen Kunstformen eruieren Ausschnitte einer Welt, die anderen eruieren ihre Welt, die in unterschiedlichen Beziehungen zu der einen natürlichen sozialen, politischen und historischen Welt steht. Wenn wir sagen, fiktionale Filme schaffen ihre eigene Welt, dann ist das eine Welt, die ja durch den Gang des Films so erkundet wird, dass wir sie genauso wie im dokumentarischen Kino, nie vollständig überschauen können, sondern das Kino funktioniert überhaupt nur so, dass rechts, links, oben und unten, dass es uns nur Ausschnitte der Welt zeigen kann, die es im fiktionalen Modus entwirft. Diese Polarität zwischen einem Kino, das Ausschnitte einer Welt zeigt, die unabhängig von dem Film besteht, und dem einem Kino, das
uns durch seine Welt wiederum ausschnitthaft führt. Diese Polarität ist nichts, was nur für den Film charakteristisch wäre. Auch die bildenden Künste, das Theater sowie die Literatur können auf unterschiedliche Weise sich innerhalb dieser Polarität zwischen einem eher dokumentarischen oder eher fiktionalen oder fingierenden Verfahren bewegen. Natürlich hat der Film seine eigenen Weisen, tatsächliche und mögliche Konstellationen des Wirklichen und Möglichen zu erforschen. Wirklichkeit ist immer eine Konstellation von Wirklichkeit und Möglichkeit. Möglichkeitsräume machen das, was unsere lebensweltliche Wirklichkeit ausmacht, ja immer mit aus. Also der Film hat seine eigene Weisen, diese Konstellation des Möglichen und Wirklichen zu erforschen. Diese Konstellation, aus denen die menschliche Handlungswirklichkeit ohnehin immer schon besteht. Gerade der fiktionale Spielfilm hält sich in seinen Konfigurationen stets in Konstellationen dieser Art auf. Die Situationen, durch die er, also im Moment der Spielfilm, führt, sind aber häufig in bestimmten historischen Epochen verankert und finden an Schauplätzen der realen Welt statt. Ganz gleich aber, ob und in welchem Maß fiktionale filmische Erzählungen von wahren Begebenheiten inspiriert sind, ob und in welchem Maß sie sich an realen oder mehr oder weniger minutiös nachgestellten Schauplätzen abspielen, sie bewegen sich in dem unübersehbaren Raum ihrer Landschaft, in dem sie ihr Spiel mit Räumen und Zeiten entfalten. Auch wo sie eine komplexe Deutung historischer, sozialer und politischer Verhältnisse entwerfen, bilden sie ihren eigenen Kosmos aus. Und hier finden wir eine Differenz zum Habitus dokumentarischer Filme. Dokumentationen vergegenwärtigen Zustände und Verläufe tatsächlicher Handlungswirklichkeiten. Fiktionen hingegen vergegenwärtigen mögliche Handlungswirklichkeiten, die den Realen mehr oder weniger nahe kommen oder fernstehen können. Nur eine Erläuterung dieser Differenz kann daher klären, warum sich die Dimensionen der Dokumentation und der Fiktion im Kino, wie auch in den übrigen Bildkünsten und der Literatur, auf vielfältige Weise miteinander verbinden können. Die entsprechenden Unterscheidungen, wir operieren ja alle mit den Unterscheidungen, dokumentarisches Kino, fiktionales Kino, fiktionaler, dokumentarischer Film und so weiter. Die Unterscheidungen sind ja ständig in Gebrauch und uns auch durchaus geläufig. Aber der Unterschied ist theoretisch nicht so leicht zu markieren. Es gibt etliche Filmtheoretiker, die ihn leugnen und sagen, es gibt ihm im Grunde nicht, es ist eine bloße Konvention. Aber dann, wenn das so wäre, wäre es merkwürdig, dass diese Konvention trotzdem funktioniert. Wenn man im Blick neben der Bandbreite historischer, ethnografischer, sozialer und politischer Dimensionen Dokumentation auch die Möglichkeit einer poetischen Dokumentation ins Auge fasst, dann scheint es aussichtslos, in dieser Sache, also Differenz, Spielfilm, Dokumentarfilm, eine hieb- und stichfeste Definition zu geben, im Sinne notwendiger und hinreichender Bedingungen, wie die Philosophen sagen, oder wenigstens ein robustes Kriterium der Diskriminierung dokumentarischer und fiktionaler Formate anzugeben. Und ich glaube, so ein Verfahren ist aussichtslos, und Angela Kepler hat das einmal wie folgt kommentiert: Es ist aussichtslos, ein eindeutiges Kriterium für Fiktion versus Dokumentation zu formulieren. Zitat: Denn es gibt nicht den einen großen Unterschied zwischen einer dokumentarischen und einer fiktionalen filmischen Inszenierung, genauso wenig wie es den einen großen Unterschied zwischen einer realistischen und einer fantastischen Sprache innerhalb von Spielfilmen gibt. Stattdessen nimmt Kepler in ihrem Buch Mediale Gegenwart, die Sichtung einer offenen Reihe von Indikatoren vor, die niemals für sich allein, aber in unterschiedlichen Kombinationen die Klassifikation eines Films als dokumentarisch oder fiktional, beziehungsweise als eher das eine oder das andere begründen können.
Auf diese Weise kann ein theoretischer Defätismus vermieden werden, der auf eine absurde Leugnung der Differenz zwischen fiktionalen und faktualen Darstellungsformen hinauslaufen würde. Nochmal Zitat Kepler: Dass sich ein übergreifendes Kriterium für das Vorliegen des Unterschieds nicht angeben lässt, bedeutet keineswegs, dass es diesen Unterschied nicht gibt. Es gibt ihn, weil er in Filmen immer wieder hergestellt und an Filmen wahrgenommen wird. Es gibt ihn in der Form eines jeweiligen Bündels von Indikatoren, die ihren Stellenwert wesentlich aus der Abwesenheit der entsprechenden Gegenindikatoren erhalten. Dieser kleine Exkurs wird uns gleich die Möglichkeit geben, Ackermanns Film noch ein wenig genauer zu charakterisieren. Diese positiven und negativen Kombinationen von Indikatoren unterschiedlicher Art konstituieren den Gestus, mit dem sich ein Film als eher dokumentarisch oder eher fiktional präsentiert. Dabei handelt es sich um Verfahren der Inszenierung, stets um Verfahren der Inszenierung jeweiliger filmischer Verläufe, die zusammengenommen oft, aber eben keineswegs immer, einen eindeutigen Unterschied zwischen Dokumentation und Fiktion entstehen lassen. Auch wie schon erwähnt, auch dokumentarische Filme können die Wirklichkeiten, auf die sie sich beziehen, nur ausschnitthaft darbieten. Insofern geben auch sie ein filmisch konstruiertes Bild und mit ihm eine spezifische Deutung der jeweils dargestellten Wirklichkeit, unvermeidlicherweise. Diese Ausschnitthaftigkeit macht aber gerade den Sinn ihres Verfahrens aus, denn vorgeführt werden sollen ja Zustände und Ereignisse, die unabhängig von ihrer filmischen Vergegenwärtigung bestanden haben oder noch bestehen. Unvermeidlicherweise selegieren dokumentarische Filme das, was sie jeweils präsentieren, nach Gesichtspunkten der Relevanz für die jeweilige Thematik sowie nach Gesichtspunkten der Nachvollziehbarkeit auf Seiten des Publikums, was immer dann unter Nachvollziehbarkeit verstanden werden mag. Dadurch entwerfen sie, dokumentarische Filme, eine spezifische Perspektive auf die von ihnen oder in ihnen präsentierten Zustände, Ereignisse oder auch Akteure, die einen erhellenden oder verzerrenden, polemischen oder zurückhaltenden Eindruck in die jeweiligen Verhältnisse bietet. Einen dokumentarischen Anspruch erheben Filme dabei nicht zuletzt durch vielfältige Strategien der Authentisierung. Strategien der Authentisierung, die nahelegen oder belegen können, dass das Gezeigte sich tatsächlich so verhält oder verhalten hat. Zu diesen Strategien gehören das filmische Beharren auf der Kontingenz des jeweils Sicht- und Hörbaren, also keine Mise en Scène zum Beispiel, genaue Angaben zu Zeit und Raum des präsentierten Geschehens und zur zeitlichen Abfolge der betreffenden Zustände und Ereignisse, deren Einordnung in geografische, historische und soziale Zusammenhänge, die Präsentation von Zeugen, die Hervorhebung der Augenzeugenschaft, auch und gerade der Dokumentaristen selbst, die Wiedergabe von externen Quellen, die das Vorgefallene und seine Deutung belegen sollen. In diesen Verfahren der Authentisierung wird der besondere explorative Anspruch dokumentarischer Filme deutlich. Ihr Gestus besteht darin, eine aufschlussreiche Perspektive auf außerfilmische Verhältnisse zu präsentieren, die in ihren tatsächlichen Gegebenheiten vorgestellt werden sollen. Einige dieser konventionellen Anforderungen, so wie diese, wie sie in dieser Reihung eben vorgekommen sind, erfüllt aber From the Other Side gerade nicht. Genaue Angaben zu Raum und Zeit des präsentierten Geschehens erhalten wir kaum. Ich habe Ihnen schon verraten, es handelt sich um zwei Städte. Das hätte ich eigentlich schon nicht tun dürfen. Das kann man irgendwie beim Sehen des Films herausfinden, aber das wird nicht mit irgendwelchen Inserts oder man kriegt das nicht aufs Auge gedrückt, wo das tatsächlich abspielt. In bestimmten Phasen des Films, das werden Sie merken, weiß man nicht genau, wo man sich befindet, auf welcher Seite.
Das kriegen sie nicht gesagt. Das sind Verletzungen der Standardregeln dokumentarischen Kinos, weil normalerweise sagt irgendwer, wir sind jetzt hier, wenn das so ein Nachrichtenbericht ist oder es wird gesagt, nicht, Inserts, jetzt da, wir sind da und da. Solche Informationen bekommt man nicht. Die Einordnung des Gezeigten in geografische, historische und soziale Zusammenhänge unterbleibt weitgehend. Oder nur, die erhält man nur und auch das nur fragmentarisch durch die Äußerung der Personen, die über ihre Situation berichten. Es gibt überhaupt keinen Kommentar, der das irgendwie noch einordnen würde. Und insofern, an diesen Merkmalen sieht man schon, dass From the Other Side sich indifferent zu einigen der üblichen, man könnte fast sagen, der vermeintlichen grundlegenden dokumentarischen Arbeiten verhält. Jetzt können wir uns, und das können wir nachher diskutieren, ob das den dokumentarischen Charakter dieses Films schwächt. Und ich würde sagen, klarerweise nein. Warum nicht? Weil der Film für sein Sujet eine Form erfindet, darum geht es ja, Erfindung der Formen bei Ackermann All the Way Through. Er erfindet für sein Sujet die politische, soziale, existenzielle Situation an der Grenze zwischen Mexiko und USA. Er erfindet eine Form, die einige der standardisierten Formen der Beglaubigung des in seinen Bildern Sichtbaren überflüssig macht, nicht nur überflüssig macht, sondern überbietet. Eine andere Form der Authentisierung. Und ich nenne zwei Beispiele. Einmal die Länge der Einstellung. Damit sind Sie ja vertraut, wenn Sie heute immer noch kommen, als Ackermann-Fans. Die Länge der Einstellung in unserem Film erlaubt es, sich des nicht zurechtgemachten und in diesem Sinn nicht inszenierten Charakters der festgehaltenen Szenen zu vergewissern. Wir können diese Szenen, die wir sehen, diese Schauplätze und Szenen, sehend und hörend auf ihre kontingenten Konfigurationen hin im Sehen gleichsam abtasten. Der Film nimmt sich Zeit für den Raum und Raum für die Zeit der in ihm, von ihm oder in, und in ihm festgehaltenen Zustände. Und ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Art der Montage, der Einstellung mit ihren positiv und negativ, wie die Montage diese positiv und negativ miteinander korrespondierenden Szenen verbindet. Sie werden verbunden zu einer Dramaturgie der Erkundung des durch eben eine martialische Grenzziehung gespalten sozialen und politischen Raums. Und dazu gehört ferner die Tatsache, dass der Film darauf verzichtet, aus seinem eigenen Material so etwas wie eine Geschichte werden zu lassen. In der Literaturtheorie ist der Begriff des unzuverlässigen Erzählens geläufig. Also eine Erzählweise, wo man auch nicht immer weiß, was wozu gehört und wo man eigentlich gerade sich befindet. Unser Film erzählt zwar gar nicht, aber er fährt in einer anderen Hinsicht unzuverlässig. Als Zuschauer weiß man oft nicht und fast niemals genau, wo man sich sehend und hörend gerade befindet. Man verliert sich im Anblick von Orten, an denen die, die dort leben, keinen sicheren Ort zum Leben finden. In dieser Ortlosigkeit seiner Choreografie, kann man vielleicht sagen, beleuchtet der Film diejenigen Verhältnisse, die er vergegenwärtigt. Das heißt, er hat für diese Verhältnisse eben seine eigene, sehr besondere Form gefunden. Und man kann auch sagen, dass darin das Paradox der Form unseres Films liegt. Er bezeugt eine Sicht auf das Grenzregime gerade dadurch, dass er seine Ansichten nicht im Einzelnen belegt oder erklärt. Anlässlich der Filme von Chantal Ackermann hat Gilles Deleuze im zweiten Band seines Filmbuchs eher beiläufig bemerkt,
ich zitiere, dass sich das moderne Kino auf den Trümmern des sensomotorischen Schemas des Aktionsbildes errichtet hat. Das ist eine generelle These in beiden Kinobüchern von Deleuze. Er sagt das aber auch nochmal an einer Stelle, wo er über Chantal Ackermann spricht. Und das ist zwar auf den Spielfilm bezogen und vermutlich auf Jean Dielmann insbesondere, den einige von Ihnen letzte Woche gesehen haben. Diese Bemerkung trifft aber auch auf Ihre dokumentarischen Filme zu. Auf den Trümmern des, wie ich es jetzt nennen möchte, narrations- und kommentarlastigen Schemas des Erklärungsbildes bewegen sie sich, also diese Dokumentarfilme, auf der anderen Seite des dokumentarischen Kinos. Sie geben den, in Deleuzes Terminologie, sie geben dem Wahrnehmungsbild einen absoluten Vorrang vor allen anderen Bildformen des Kinos. Rom Blicke lautet ein tagebuchartiges, mit vielen Fotos versehendes Konvolut des Dichters Rolf-Dieter Brinkmann aus dem Jahr 1979. Mexiko, USA, Blicke, so könnte man das Verfahren beschreiben, mit dem sich From the Other Side filmisch in dieser Grenzregion bewegt. Aber es sind in Ackermanns Film eben nicht allein Blicke, sondern ebenso Stimmen und Klänge, die als Koordinaten des durchmessenen Raums fungieren und ihrerseits Zeugenschaft über seine Verfassung ablegen, auch wenn diese Klänge häufig nichts Bestimmtes dokumentieren, sondern eben man auch nicht weiß, oft nicht weiß, wo diese Klänge herkommen und wie sie zu verstehen sind. Deleuze sagt über Ackermanns Filme auch in dieser Passage, die ich schon erwähnt habe, bei ihr sei alles eine Kunst des Lauts. Über die wenigen Elemente einer unterlegten Filmmusik in unserem Film können wir nachher noch diskutieren. Auch dazu möchte ich hier noch nichts verraten. Bin gleich fertig. Durch seine Form, also so habe ich versucht, den Film zu charakterisieren, untersucht er nicht allein eine extreme, so, durch diese besondere Form untersucht der Film nicht allein eine externe und einigermaßen extreme soziale und politische Situation, sondern er schafft zugleich selbst eine wiederum einigermaßen extreme Situation. Ein politisches Ethos, und das ist hier das eigentlich politische Ethos, ein politisches Ethos einer der unzensierten Wahrnehmung wird mit einem persönlichen Ethos des bewussten Verweilens verbunden. Der Film nimmt sich nicht allein die Zeit, die es braucht, um zu zeigen, was er zeigt, er gibt seinen Betrachtern die Zeit, die es braucht, um den Gesten des Films zu folgen. Er lässt ihnen, also den Betrachtern, also uns, Zeit für seine Zeit und für ihre Zeit. So jedenfalls kann man Chantal Ackermann in dem erwähnten Interview verstehen, wo sie über das Verfahren ihres Films La Captive, also die Gefangene, über den fünften, diesen minimalistischen Spielfilm über den fünften Band von Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit, spricht, den Film, den sie vor unserem heutigen gedreht hat, der ist aus dem Jahr 2000. Sie sagt dort, also Ackermann sagt dort Sätze, die auch auf die Art zutreffen, wie unser weitgehend nicht fiktionaler Film gesehen werden will. Sie sagt zunächst, and in fact my film, sie spricht ein wunderbares Englisch, das ich hier nicht reproduzieren kann, das sehen Sie dann aber noch, wenn Sie in der, glaube ich, in der letzten Vorführung dieser Reihe sich das ganze Interview anhören möchten. And in fact, with my film, you are aware of every second passing by through your body. Und ausführlicher kommentiert sie das so, in derselben Passage, wo sie eigentlich nach La Captive gefragt wird. As a viewer, you feel the time passing by. You feel the time passing by through your own body. And most of the cinema, when people are enjoying a film, they say the time flies. Then it's supposed to be a good movie. But I think
when the time flies and you don't see the time passing. But I think when the time flies and you don't see the time passing by, you are robbed from an hour and a half from your life. Because all you have in life is time. Deshalb lautet meine Empfehlung, nehmen Sie, wenn wir den Film gleich sehen, dieses Ackermannsche Geschenk an Lebenszeit an. Danke. Ich hoffe, dass wir alle viele Fragen für Martin haben. Ich würde aber anfangen. Das Thema vom Film ist ja brandaktuell. Vor allem haben wir neulich dieses Bild gesehen von der ertrunkenen Familie auf dem Fluss zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten. Und ich möchte fragen, also wie kann man dieses Bild als mediales Ereignis, sagen wir, mit der Ästhetik von Chantal Ackermann im Film vergleichen oder kontrastieren? Oder ja, gibt es ein Verhältnis zwischen den beiden? Wie können wir sie zusammenbringen? Ich glaube, habe ich Ton? Ja. Ich glaube erst einmal gar nicht. Natürlich ist es eines der vielen Ereignisse, die vorher und nachher seit der Zeit, wo der Film gemacht wurde, geschehen ist. Eines der grausamen Ereignisse der Einwanderungspolitik der Vereinigten Staaten. Aber das Bild, das wir jetzt gestern in den Medien gesehen haben, ist ein Bild, das einen ganz bestimmten Vorgang belegt. Und solche Bilder, ganz bestimmte Vorgänge, die genau zu der Zeit irgendwo ereignet sind, haben wir in dem Film ja gar nicht. Der Film beschreibt die Situation an der mexikanisch-amerikanischen, nordamerikanischen Grenze ja ganz anders, ohne solche bestimmten Fakten, die grausamen Fakten werden erzählt oder sie werden gerade nicht erzählt. Denken Sie an die Geschichte der alten Frau und des alten Mannes, die ihren Sohn und Enkelsohn verloren haben. Die können gar nicht erzählen, was passiert ist. Also der Junge, der vermutlich, auch das weiß man nicht genau, ein Abkömmling dieser Familie ist, der am Anfang erzählt, wie sein älterer Bruder zugrunde gegangen ist auf dem Versuch, über die Grenze zu kommen. Die beiden Alten können genau das gar nicht erzählen. Sie erzählen immer nur bis zu dem Punkt. Sie erzählen die Vorgeschichte und dieses Unaussprechliche. Eigentlich ist das ja, was im Zentrum des Films steht, das Unaussprechliche der Grausamkeiten, der Verzweiflung, der Not und des Sterbens, was alles an der Grenze gestern wie heute passiert. Das artikuliert der Film auf eine, wie ich finde, viel humanere, aber doch indirektere Weise als dieses drastische Bild, das wir gestern gesehen haben von dem Vater und seiner Tochter, die ertrunken sind gestern oder vorgestern am Fluss. Insofern, glaube ich, ist das nicht kompatibel. Das ist eine andere Bildsprache als die wir in den Nachrichten sehen. Und der Bildsprache, wo verweigert sich in meiner Wahrnehmung der Film gerade auf eine ja fast spektakuläre, aber sehr eindringliche Weise. Gibt es Fragen vom Publikum? Wenn Sie keine Fragen im Moment haben, ich habe ja viele Fragen noch an den Film. Okay. Zum einen haben Sie das auch so wahrgenommen, ich hatte das ja kurz angedeutet, ich wollte ja nicht zu viel vorwegnehmen. Ich hatte das kurz angedeutet, dass man in der Mitte des Films nicht weiß, wo man ist. Es gibt diese eine Fahrt bei Nacht, wo wir
wo wir im Auto fahren, wo Musik erklingt. Auch die Rolle der Musik ist mir nicht ganz verständlich. Das ist die Passage, wo Chopin-Musik erklingt und man bei Nacht durch die Grenze fährt, man hört amerikanische Stimmen und denkt dann, man wäre schon auf der anderen, nämlich amerikanischen Seite. Danach folgt aber diese spektakuläre 10-minütige Fahrt an der Mauer vorbei, wo man beim ersten Sehen auch denkt, das muss die amerikanische Seite sein, weil dieses Gitter ja so gebogen ist, das heißt, das soll ja wohl hindern, dass man rüberkommt. Aber dann stellt man fest, wenn man an der offiziellen Grenzstation vorbeifährt, dass man noch auf der mexikanischen Seite ist, weil wenn die Grenzstation vorbei ist, ist man immer noch in Mexiko. Das finde ich auch wir werden verunsichert darüber, auf welcher Seite wir eigentlich stehen, so wie ich das wahrgenommen habe, ich bin aber nicht ganz sicher. Und man ist erst dann wirklich sicher, dass man auf der anderen amerikanischen Seite ist, wenn das Dead-End-Schild kommt. Da ist man sicher. Aber vorher ist man in einer Zone der Ungewissheit. Wo sind wir eigentlich als Wahrnehmende positioniert? Und das, was ich Ihnen nicht gesagt habe, war das Ende, diese Geschichte, die erzählt wird. Das hat natürlich auch mit diesem schwierigen, mit dem eigenartigen dokumentarischen Charakter dazu. Das ist ja eine Kurzgeschichte, die vermutlich in der Form Chantal Ackermann selber geschrieben hat. Sie bezieht sich auf einen bestimmten Fall. Es gibt den Davide oder David, der seine Mutter sucht. Aber das ist ja eine Kurzgeschichte. Dann wird nochmal eine Person beschrieben, die schon unsichtbar war für ihre Welt, also Unsichtbarkeit, diese Mexikaner sind ja für die Leute, für die sie arbeiten oder die sie beherbergen, dann auch unsichtbare Personen. Sie hat sich unsichtbar gemacht, um nicht aufzufallen, um das Geld nach Hause zu schicken bis zu einem bestimmten Punkt und dann ist sie unsichtbar geworden. Das ist eine Kurzgeschichte, die auch fiktionalen Charakter, also das finde ich das, was ich angekündigt habe, das besondere Ende, auch da haben wir ja die Musik, das ist diese Monteverdi-Musik, die man schon am Anfang hört, das wird Musik erlebt und das ist nochmal so ein Break gewissermaßen oder nochmal so eine Geste in einem realen und oder fiktiven Fall, das ist gar nicht wichtig, wird nochmal vorgeführt durch diese, ist ja eine Art Short Story fast, wie es den Menschen geht, die es dorthin geschafft haben, dass sie sich unsichtbar machen müssen, um da leben zu können. Und dann, ja, sind sie nur eine Erscheinung. Das letzte Wort ist Miracle, also in Miracle. Also es war wie eine Erscheinung, dass diese Herbergsmutter da hatte, als sie glaubte, diese Frau nochmal zu sehen. Also insofern hat das auch nochmal mit dem schwer zu fassenden Status dieses Films zu tun. Aber wenn Sie eine Erklärung, bessere Erklärung für diese Phänomene haben, haben Sie immer gewusst, wo Sie sind, auf welcher Seite? Ich hab's auch beim dritten Mal sehen nicht gewusst. Und ich glaube, das gehört zur Dramaturgie dieses Films, diese Verunsicherung, unsere Verunsicherung. Und das hat ja eine buchstäbliche und eine metaphorische Bedeutung. Also wir wissen nicht, auf welcher Seite wir die Bilder, von welcher Seite oder von welcher Seite her die Bilder gezeigt sind. Und wir wissen ja auch nicht, auf welcher Seite wir stehen oder wie wir uns dazu verhalten können. Und diese Verunsicherung, glaube ich, ist eben die politische Geste. Der Film ist ja überhaupt nicht polemisch. Ich meine, es gibt diese es gibt diese beiden Rassisten, der Frau und der Mann, die diese Angst haben vor einer Epidemie, das ist ja irgendwie schon fast lächerlich. Aber wir haben den Sheriff, der die amerikanische Politik für einen Sheriff doch ziemlich stark kritisiert. Ja. Und wir haben auch diesen Barkeeper da, der das auch, sagen, wer überhaupt Mitgefühl hat, kann das nicht einfach gutheißen, was passiert. Also der Film ist nicht polemisch und die politische Kraft liegt, glaube ich, in dieser Verunsicherung, die er durch seine Politik, Bildpolitik auslöst. Es gibt eine ständige Frage im Film, oder finde ich mindestens, zum Ursprung der Bilder. Und das ist ja gerade, was Sie gesagt haben.
Ich hatte das, und das produziert auch quasi fiktive Momente im Film für mich. Ja, zum Beispiel, es gab Momente, wo man denkt, dass man in einem Polizeiauto ist. Ja. Das wäre im Prinzip unmöglich, natürlich. Also die Kamera von Chantal Ackermann würde nie in so einem Auto erlaubt, glaube ich. Aber man hört das Radio der Polizei während eines Kameraschwenks und man denkt, dass man eigentlich in einem Polizeiauto ist. Ja, das ist diese Fahrt bei Nacht am Anfang. Da denkt man ja, man ist auf einer Patrouillenfahrt. Wer soll diese Patrouille fahren? Wir denken zumindest, das müssen ja die Amerikaner sein. Ja, aber dann... Weil der Film sagt nichts darüber. Vielleicht fahren auch die Mexikaner Patrouille um ihre eigenen Leute vom... Das müsste man recherchieren, aber das kann man nicht... Wo diese Fahrt her ist, weiß man nicht. Und dann ist auch ein amerikanischer Dialog und da ist diese Chopin-Musik. Was die da zu suchen hat, ist mir... Vielleicht ist es ein Zeichen, dass es hier um eine fiktionale, vielleicht ist das ein Zeichen der Fiktionalisierung. Warum sollte ein amerikanischer Grenzschutzbeamter, der seine Arbeit tut, Chopin hören? Und das ist auch so eine Verunsicherung im Status. Aber, und das kann man also jetzt nur in der Betrachtung des Films, und ich kenne auch kein Making-of, wo das alles erklärt würde, kann man nicht vollständig aufschlüsseln. Und das ist Teil dieser Inszenierungsweise, die uns auch die Aufgabe gibt, über den Status dieser Bilder nachzudenken und natürlich auch über den Status von anderen Bildern, die wir über diese Grenzsituation haben. Ja, es gibt auch das Bild am Ende des Filmes vom Hubschrauber, wo man die Einwanderer von oben sehen. Das dürfte dokumentarisch sein, oder würde ich sagen? Das dürfte Found Footage sein, oder? Bitte? Das muss Found Footage sein. Das muss, also das kommt das nicht von der Kamera von Ackermann, sondern... Nein, das sind übernommene Bilder, ja. Das sind Bilder, die wohl veröffentlicht worden sind von der gründlichen Überwachungs... Und dass die alle in weiß gekleidet sind. Man sieht ja Figuren, die sich bewegen. Ist ja auch rätselhaft. Ja, aber es ist nicht so, dass es überbeleuchtet ist oder sowas. Ich weiß nicht, ich frage mich das. Ja, man weiß das. Ist das Licht oder haben die sich in weiße Gewänder gewandelt, um nicht gesehen zu werden? Das ist ja auch so surreale, rätselhafte Bildsprache, dass die da so, da gibt es dann immer so einen, der so nebenher läuft und die vermischen sich, manchmal verschwinden sie ja wie in der Landschaft, nicht, als wäre das ein Weg nur, und dann sieht man aber wieder, dass sie sich bewegen. Das ist auch diese Verrätselung, die der Film von diesen gefundenen Bildern übernimmt. Und die werden auch wieder nicht erklärt, die werden auch nicht datiert, nicht? Das ist ja die Strategie, die ich versucht habe zu beschreiben, dass wir nicht, also dieses Paradox des unzuverlässigen Dokumentierens, wir werden in diese Räume reingeführt, in denen wir uns aber nicht vollständig auskennen können. Und das ist die andere Seite, deswegen nannte ich das die andere Seite des Dokumentarfilms, weil wir nicht diese Verlässlichkeit, diese Kommentierung haben. Und dadurch beschäftigen uns die Bilder, glaube ich, sehr viel mehr, als wir es in vielen dokumentarischen, filmischen Formen der Fall ist, wo wir das immer erklärt und gesagt kriegen, wo genau was wann passiert. Fragen von? Ja. Ich würde gerne Ihr Ausgangszitat aufgreifen und fragen, was das für, also das Ackermann-Zitat, das Sie zum Schluss angebracht haben, dass man jede Sekunde spürt. Ich würde gerne wissen, wie Sie denken, dass sich dieser Effekt einstellt, weil nur weil ich eine lange Aufnahme mache, das kann es ja nicht sein, dass sich dadurch dann, dass diese Sekunden dann so hart treffen, körperlich treffen, wie sie es beschrieben hat. Ja, das ist, glaube ich, ein sehr grundsätzliches Credo jetzt der Filmemacherin Ackermann, unabhängig, ob sie jetzt dokumentarische oder andere Filme macht. Und
nicht jede lange Einstellung, natürlich, es gibt Überwachungskameras, die 24 Stunden leere Parkhäuser bei Nacht aufnehmen. Insofern ist es schon die Binnenspannung, die der Film in seinem Duktus, in seiner Montage, in seiner Dramaturgie, nicht, denken Sie, der beginnt ja noch einigermaßen konventionell mit so Interviews von Menschen, die Angehörigen verloren haben, und der begibt sich dann immer weiter so in die Landschaft und später dann über die Grenze hinweg. Diese Intensität der Zeiterfahrung ist ja auch ein bisschen eine übertriebene Aussage. Ich meine, es gibt auch Suspense-Filme, wo man nicht einfach die Zeit vergisst, sondern wenn Sie einen Hitchcock-Film sehen, funktioniert das auch. Also man muss da, glaube ich, darf aus diesem Satz nicht zu viel machen. Wenn Sie einen Hitchcock-Film sehen, der wohl mit diesen wohlkalkulierten Aufnahmen und Schnitten und Spiel mit dem, was der Zuschauer weiß und was die Figuren wissen. Also ich wäre da so ein bisschen vorsichtig, das jetzt als so ein normatives Credo über das Kino überhaupt zu verwenden. Aber diese Ästhetik der Langsamkeit, die Ackermann bevorzugt, ist schon auch eine oder bietet an eine Übung in einer nicht regulierten Aufmerksamkeit. Also wenn Sie ein normales narratives Kino haben, haben Sie einen Anfang und ein Ende und da geschieht etwas nicht, man wird eingeführt in die Situation des Films und es treten diverse Verwicklungen auf, die dann aufgelöst oder nicht aufgelöst werden. Da werden sie geführt von der narrativen Organisation des Films in einer Weise, wo sie ja so am Geländer einer Geschichte gewissermaßen den Film verfolgen. Und dieses Geländer nimmt Ackermann in gewisser Weise weg. Insofern ist man immer wieder zurückgeworfen. Oder ich glaube, das ist der Gedanke dahinter, dass man stärker auf eine andere Weise involviert ist in das filmbildliche Geschehen. Nicht so, dass man eine Handlung mit mehr oder weniger großer Spannung oder Intensität verfolgt, sondern dass man die Bildlichkeit der filmischen Bilder selber denen Aufmerksamkeit widmet, und zwar eine offene Aufmerksamkeit, in der man immer eigentlich, ich glaube, das ist den Vorschlag, den Ackermanns Filme hier machen, in der man zugleich immer auf der eigenen Wahrnehmungszustände bewusst ist. Auch das darf man nicht überzeichnen und sagen, das ist nur sie kann das und die allen anderen Filmregisseure können das nicht. Aber das ist schon bezeichnet, glaube ich, diese zugespitzte Äußerung, dass also wir haben nichts anderes als die Zeit und das Kino ist kein Zeitvertreib. Das ist schon ein ziemlich starkes Credo. Denken Sie an Blaise Pascal, der in seinen Pensées, der sagt immer, ja, die Menschen wollen nur Zerstreuung. Sie wollen Zerstreuung, gut, das ist ein religiöser Denker, und vergessen, an die wirklich wichtigen Dinge zu denken. Und das gilt von den Adligen, die ihre Reiter und sonstigen Spiele machen, die wollen abgelenkt werden, die wollen zerstreut werden. Und in diesem Sinne ist eine Ablenkung von der begrenzten Lebenszeit, die die Menschen haben, und abgelenkt werden von den eigenen Nöten, aber auch den Krisen in der Welt. Ein solches Ablenkungskino möchte Ackermann eben nicht produzieren. Und das tut sie weder in Jean Dielmann noch in so einem Film wie unserem. Es gibt eine Figur in Catch 22 von Joseph Heller, der sagte, ich will so lang wie möglich leben und deshalb langweile ich mich. Weil wenn man sich langweilt, dann lebt man länger. Man führt das Leben, man führt die Zeit länger. Und deshalb, das ist mein Zweck im Leben, ist gelangweilt zu sein. Ich weiß nicht, ob das ist passend so ist für diese Diskussion. Das ist ein satirischer Film. Das Zitat hat mich daran erinnert. Das ist die satirische Variante. Also wenn ich immer...
Die Angst vor der Langeweile ist natürlich eine gewisse Form der Weltflucht oder eine Flucht auch der Selbstbegegnung. Wenn man immer sozusagen ein Projekt, ein Vorhaben hat, sich um die Karriere kümmert oder auf Erfolg aus ist oder immer zielorientiert handelt, verpasst man eine wichtige Seite des Lebens. Das ist, glaube ich, dann eine Lebensweisheit, die man bei Midcatch 22 Blaise Pascal und Chantal Ackermann visualisieren kann. Eine interessante Kombination, bei der wir jetzt angelangt sind. Wir haben ja dann die Rolle der Zeit diskutiert. Es gibt auch die Rolle des Raums. Ja. Und vor allem, glaube ich, also die Kamerafahrten. Ja. Also warum gibt es so eine starke Präsenz der Kamerafahrten im Film? Es gibt auch für mich gab es einen klaren filmischen Hinweis. Ja. Für die Kamerafahrten, nämlich die Anfangssequenz von Touch of Evil von Orson Welles. Habe ich nicht vor Augen, ja, erzählen Sie. Es ist eine sehr lange und sehr komplizierte Kamerafahrt, die in Mexiko anfängt und in den Vereinigten Staaten beendet. Also eine Plansequenz. Ja. Okay. Und das ist eine transnationale Plansequenz. Okay. Die heute in den heutigen Bedingungen total unmöglich wäre, weil das damals eine eher offene Grenze war. Ja. Es gab also keinen Zaun, keine Mauer, was auch immer. Ja. Und man könnte eine Kamerafahrt von der einen Seite zur anderen Seite machen, was eben nicht passiert in diesem Film. Man erwartet das ja fast. Ja. Also obwohl man nicht so genau weiß, auf welcher Seite man ist, ist diese Fahrt, ist es ja nur der Zaun. Es gibt auch immer so Schilder, die kann man aber nicht lesen. Also ich habe auf dem Computer dann gefloppt und gesagt, ich will lesen, ist das jetzt Englisch oder Spanisch? Geht nicht. Und man fährt da entlang und dann zeichnet sich ja ab, dass man an eine Grenzstation kommt. Ich weiß auch nicht, wie sie diese Fahrt gemacht hat, weil die stehen ja alle im Stau. Hat sie da ein Arrangement getroffen mit den örtlichen Behörden, dass so eine Busspur, also so eine, da fragt man, wenn man da praktisch drüber nachdenkt, wie ist es möglich, dass der Wagen, in dem die Kamera sich befindet, an diesem Stau so munter vorbeifahren kann? Also muss er einen Seitenstreifen oder irgendwas geben? Aber das ist eine praktische Frage, die man schwer beantworten kann. Aber man denkt ja auch, man gelangt über die Grenze. Und man könnte über die Grenze gelangen, aber genau das passiert ja nicht, sondern das ist ja auch eine Grenze, die nur für bestimmte Leute offen ist, wo eben nicht jeder rüber kann. Das sind ja auch dann Amerikaner, man sieht es ja an den Autos, das sind auch Amerikaner, die zurück nach Hause wollen. Und man sieht, wenn man durchfährt, also empty trucks only, das sieht man sozusagen von der anderen Seite, also die amerikanische Seite muss dann doch drüben sein. Und dann biegt er, das ist eine 10 Minuten lange Sequenz, ist man dann doch wieder in Mexiko. Aber das ist ja auch diese, was ich Installation genannt habe, also dieser Zaun, der ja nicht immer gleich ist, der sieht ja immer wieder anders aus, dass hier diese Grenze nochmal auf eine besondere Weise inszeniert wird, und gleichzeitig hat das die Geste, weil man wieder zurückkommt in das Agua Prieta, wo diese Grenzstadt, ist es natürlich auch eine Metapher dafür, dass da eben kein Durchkommen ist für diejenigen, die es für ein gutes Leben, wovon ja immer die Rede ist, es eigentlich bräuchten. Und das ist ja eine Kunst, so ganz buchstäbliche, also wirklich einfach vorführen, was da ist, aber so vorführen, dass diese Faktizität dann immer auch gleichzeitig so eine metaphorische oder über die Situation hinausgehende Bedeutung erhält. Und das passiert eben immer wieder. Schon mit den drei Mädchen, die Baseball spielen am Anfang. Eine völlig periphere Szene. Der Film hält sich ja immer so an peripheren Momenten auf. Und diese drei Mädchen versuchen Baseball zu spielen. Der Amor ist nicht unbedingt ein mexikanischer Sport, soweit ich weiß. Mit solchen Sachen beschäftigt sich der Film und irritiert dann auch immer wieder so die Bilder, die man
die man vielleicht von der Situation und Weltgegend hat. Gibt es eine letzte Frage vielleicht? Wenn nicht, dann muss Martin Zell zurück nach Heidelberg fahren. Ja. wir möchten Sie bedanken für diese stimulierende Diskussion von De l'autre côté. Ja, ich danke Ihnen für Ihre Geduld und wir können uns alle beglückwünschen, dass wir 100, nicht nur 90, sondern 100 Minuten Lebenszeit gewonnen haben heute Abend. Danke.